So, ihr Lieben, weiter geht's mit Ostriff und wir haben mittlerweile einen Verlust zu beklagen. Der Gute, und entschuldigt bitte, falls ich den Namen falsch ausspreche, der Gute Oleksi, also er, ist nach knappen, ist gar nicht so alt geworden. Doch, er ist ziemlich alt geworden. Doch, er hat ein gutes Leben gelebt. Und ist in unserem Dorf glücklich von uns gegangen und liegt jetzt in unserem wunderschönen Waldfriedhof hier hinten begraben. So, wir sollten weitere Häuser bauen. Enough food for sale, no housing available, jobs available. Wir brauchen weitere Häuser. Und ich würde sagen, wir bauen hier hinten noch ebenfalls eine solche Straße. Ich würde das gerne, dieses Dorf in Straßenform ausbauen. Wir machen Straßen und gucken, also ich möchte es nicht in so Blöcken machen, sondern ich würde tatsächlich eine Stadt bauen, die wächst und in Straßen machen. Wenn wir das brauchen, dann machen wir von unserem schönen Platz aus hier noch die Straße weiter. Das können wir überlegen, dass wir da hier vielleicht noch die weglassen und die Bäume hier hinsetzen. Hau doch die hässlichen Kiefern weg und pflanze ein paar schöne Bäume. Ja, Ziggy, da hast du völlig recht. Das können wir tatsächlich machen. Gucken wir uns gleich mal an, was wir für schöne Bäume hier haben. Und wir setzen, ich würde sagen, die neuen Häuser hier an dem Punkt. Und werden die hier weiterführen, dass wir hier noch eine Straße bauen. Und im schlimmsten Fall hier noch weitere Produktionsgebäude, vielleicht eine Farm oder was man auch immer macht. Dann bauen wir noch mal ein paar Häuser. Und werden einmal da anfangen. So, einmal um 90 Grad drehen. Die können wir dann da hinsetzen. Ah, das passt nicht. Dann lassen wir mal einen kleinen Weg frei. Einmal dahin. Ein weiteres Haus. Dahin. Und eins nach da. Dann gucken wir mal, dass wir tatsächlich ein bisschen versetzt dieses Mal. Ungefähr da, wo die Schule endet. Dort ein Haus hinsetzen. Gucken wir, dass wir mal ein bisschen so einmal da. Ja, ungefähr auf Höhe der Schule. Einmal da. Und da setzen wir noch direkt ein Haus dran. So. Schau mal auf die Finanzen. Du hast dich stabilisiert. Und wenn du mehr verkauft hast, geht das schnell ins Plus. Ja, das ist enorm cool. Hätte ich echt nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich richtig cool. Wir gehen gleich mal in den Economy-Tab und schauen uns den mal an. Das würde ich nämlich gerne mal sehen, wie das da aussieht. Aber jetzt setzen wir erst noch mal kurz hier unseren Eingang zu Ende. Die Big Arch. Wir nehmen die hier. Die haben wir da vorne auch genommen. Ja, ich würde sagen, da setzen wir nach. Setzen wir nach dort. So. Und sobald das Ding hier fertig ist, setzen wir hier einen Zaun lang. Dann haben wir hier einen schönen Eingang in unseren Bereich. Hier die Schule. Dann haben wir hier so einen richtig schönen Marktplatz. Es gab dann noch einen Campfire. Das gibt es hier nicht, ne? Primary School sind wir dabei. Health gibt es nicht. Eine große Kirche könnten wir, wäre vielleicht noch was hier hinsetzen auf dem Marktplatz für die Zukunft. Dann reißen wir die Kleine ab, setzen eine Kleine hier hinten zum Beten zum Friedhof, zum Waldfriedhof. Und dann setzen wir hier eine große, schön mitten auf dem Marktplatz. Fände ich cool. Ansonsten Government, Construction Office haben wir. Dann sollten wir auf jeden Fall weiter wachsen hier. Und hier seht ihr übrigens auch, dass unsere Kühe jetzt auf einem anderen Feld grasen. Da mache ich mal wieder ein bisschen schneller. Und dann schauen wir mal, dass unsere Schule hier weitergebaut wird. So, Town Hall. Wir gehen mal in Economy und schauen mal tatsächlich, wie es im letzten Jahr aussieht, beziehungsweise in diesem Jahr. Wir haben tatsächlich, guckt euch das an, 69 Einnahmen. Wir haben Export 100.
Das war World Map. Das müssten die 100 von den Sunflowers gewesen sein. Und 168 Ausgaben, House Rent, Land Tax, aber auch bei den Salary sehr wenig, sehr gut. Wir gucken mal, was wir hier in der Economy überhaupt gespeichert haben. Car Coal, 36.000 Kohle. Wir müssen jetzt endlich mal unsere Kohle loswerden. Und sobald wir irgendwie mal ins Plus kommen, hoffe ich, dass dann auch einer kommt und die abkauft. Trinkwasser haben wir auch genug. Feuerholz 3.500. Heu 2.800. Wollten wir noch für die Ochsen gleich was hinbauen? Machen wir gleich. Hausschuhe, also für die Pferde natürlich, ein paar Hausschuhe. Haben wir aktuell 3. Lohnt sich nicht, da irgendwas zu verkaufen. Iron müssen wir langsam mal wieder drüber nachdenken. Wir haben noch 800. Gut, es reicht noch. Potatoes 1.200. Reet 2.000 passt auch. Salz brauchen wir aktuell nicht. Steine brauchen wir auch nicht. Thatch haben wir auch 2.000. Das passt. Holz 1.300. Da müssen wir langsam mal nachlegen. Karotten haben wir gut auf Lager. Okay. Okay, sehr schön. Das sieht doch alles im Allen ganz gut aus bisher. Und dann wollten wir hier auf jeden Fall noch für die Ochsen, die hier entstehen. Ich denke, das können wir hier hinbauen. Ein kleines Heulager. Eine Haystack. Müssen wir mal schauen. Die gehen hier lang. Obwohl es vielleicht hier vorne in dieser Ecke besser geeignet ist, wenn wir das drehen. Denn die Ochsen gehen ja auf hier. Ich vermute, die gehen hier raus. Dann ist der Weg, wenn wir das da hinsetzen, am kürzesten. Das können wir ruhig mal vorziehen. Und dann setzen wir... Wo haben wir es? Die Heuproduktion. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ich das gefunden habe. Haydryer, da haben wir es. So, und den setzen wir dahin und drehen das einmal. Zack. So, da ist jemand angekommen. Schon wieder von Merefa. Was wollen die denn andauern von uns? Ich habe gerade nichts für euch. Himmelherrgott. Die hier unten müssen mal zu uns kommen. Der Kashi. Aber ich kann wahrscheinlich auch keinen hinschicken. Not enough money. Ja. Doof. Na, dann hoffen wir mal, dass die bald mal zu uns kommen. So, jetzt machen wir hier Heu. Und dann versorgen wir ihn damit. Das finde ich gut. Und dann haben wir hier für die Ochsen auch was. So, dann werden wir hier mal ein Not enough adult oxes to complete need 2. Haben wir nicht 2? Ochsen ein Jahr alt. Ochsen 10. Nein, verdammt. Wir haben 10. Der ist noch 10 Monate alt. Okay, in 2 Monaten, Juli, Juni, August, ist es auf jeden Fall soweit. Dann geht's hier weiter. Dann können wir das 2 Monate nochmal aussetzen. Alles klar. In der Zeit sollten wir ja auch ein bisschen Heu gesammelt haben. Okay, so. Dann hattet ihr noch geschrieben, dass wir auf jeden Fall bei der Farm nochmal an der, wo haben wir es denn? An den Hiring Options arbeiten müssen, nämlich die Saisons, wo sie arbeiten. Also ich würde den Dezember auf jeden Fall rausnehmen und den Januar. Heulager zur Farm und ein Steg für Wasser. Naja, Wasser haben wir hier vorne. In der Pumpe. Also wir haben hier vorne direkt eine Pumpe. Die Frage ist, was bringt denn ein Steg für Wasser? Ja, der bringt wahrscheinlich mehr, ne? Das stimmt schon. Ah, komm, wir bauen den da mal mit hin. Den können wir in der Baureihenfolge... Ich würde sagen, wir bauen dann erstmal 2 Häuser und dann bauen wir das Ding. Wir haben hier hinten noch eine Pumpe. Aber dann, ihr habt schon recht, dann brauchen sie bei der Pumpe nicht. Und dann haben wir die Pumpe hier für die Leute frei. Macht das Häkchen für die Ochsenversorgung in der Farm? Ja. Supply for Ochsen. Danke.
Ochsenversorgung, aber wir haben ja immer noch nicht genug Ochsen. Aber zumindest werden die jetzt schon mal versorgt hiermit. Ich hoffe auch hier raus. Wir könnten... Okay, es ist schon in der Queue, wenn unsere Schule fertig ist, dann geht es damit weiter. Ansonsten, wir haben ja hier hinten auch Heu. Hier sind ja fast 2000 Heu gespeichert, dann müssen sie halt hier hinten mal hingehen. Danke für den Tipp, Matze. Okay, das läuft, das haben wir. Und jetzt muss ich mir nochmal ganz kurz in den Nachrichten hier angucken, was ihr geschrieben hatte zum Thema Hiring Options für die Farmen. Fünf brauchst du März, August und September. März, August, September. Echt? Seid ihr euch sicher? Nur im März, August und September? Sonst nicht? Jetzt würde ich mir irgendwie eine... Tatsächlich eine große Hilfe wünschen, in der ich mal nachgucken würde. Ich würde jetzt nämlich gerne wissen, was so gerade so Buchweizen, Potatoes und sowas, wann die geerntet werden. Also, was auf jeden Fall klar ist, Dezember und Januar können wir auf jeden Fall rausnehmen. Ich denke, den Februar. Februar auch. Und beim Rest schauen wir uns das mal an. Wir sind jetzt im Juni. Ja gut, ihr habt recht, es wächst ja gerade, ne? Und sobald es wächst, also Juni brauchen wir auch nicht. Ja, dann kommen wir da schon langsam hin, ne? Stimmt schon. Also Juli sind wir. Juli brauchen wir auch nicht. Weil es ja im Moment nur wächst. Ja, passt. Okay. Ja, gut. Wir gucken uns die restlichen Monate mal an, aber das stimmt schon. Das könnte tatsächlich sein, dass wir die wirklich nur in diesen 3 Monaten brauchen. Und bei den Pumpen bitte die For Citizens for Production. Ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Aber erst, wenn hier unten die Plattform fertig ist. Wenn die fertig ist, gebe ich euch recht, dann setzen wir die Pumpe nur auf Einwohner. Dann holen wir uns hier nicht das ganze Wasser raus. Stimmt schon. Die Frage ist, wo wird denn hier eventuell... Hier, das machen wir. Die setzen wir nur für die Einwohner. Und die hier auch. Und die Pumpe hier setzen wir nochmal für beides. Und sobald der Steg fertig ist, werden wir die Pumpe auch auf die Einwohner nur setzen. Dann müssen die Produktionsketten sich das Wasser von hier holen. Die Frage ist, holen die sich eventuell das Wasser auch von hier hinten? Ich würde fast sagen nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Na gut. Wir können tatsächlich mal schauen, wie viele Jobs haben wir denn hier. Open Vacancies 15. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir auf jeden Fall... jetzt geht es hier mit der Ernte weiter. Ah, schaut mal, wir haben auf jeden Fall jetzt genug Frauen, die hier mit ernten. Und jetzt wird hier der Buchweizen geerntet. Da ist da unser Buchweizen. Follow. Machen wir mal. Wo ist sie? Da. Ach, jetzt ist sie zu Hause. Jetzt geht sie wieder los und holt sich was. Na, was macht sie jetzt? Und setzt sich erstmal hin. Ah, schön. Wunderbar. Herrlich. Ich muss sagen, dass ich liebe es. Wirklich, dass sie dich auch hier hinsetzen. Das ist so hübsch gemacht. Oder guckt euch mal, ist das nicht toll, dieses Haus? Mit der Bank davor, die Leute setzen sich hier hin, entspannen sich dabei. Das ist so cool. So, wie sieht es mit unserer Schule aus? Wie geht's denn nicht voran, ne? Primary School. Haben wir hier keine Bauarbeiter? Doch, wir haben noch 4 Bauarbeiter. Ein Mann sucht nach einem Job. Ein Mann. Ja, komm, dann Bauarbeiter. Da haben wir keinen übrig. Alles klar. Schule. Heutrockner. Dann ziehen wir das mal... Ne, wir brauchen die Häuser jetzt. Wir brauchen die Häuser. Ich denke, die Reihenfolge passt. So, jetzt haben wir hier tatsächlich mittlerweile Buchweizen.
Bau auch zu deinem Kuhstall einen Steg. Natürlich. Klar. Unsere geliebten Kühe brauchen natürlich auch ein bisschen Wasser. Hier hinten. Ja. Sehr gute Idee. Da sollten wir auch mal einen hinbauen. Ja, völlig richtig. Wo haben wir ihn? Dort. Und dann bauen wir hier nochmal einen Steg hin. Ich bin überlegen, wo der Weg am kürzesten ist. Da, also da auf keinen Fall. Hier, ne? Ja. Ja, ich denke, ich denke, das passt. Da bauen wir hin. Dahin. Ich würde sagen, den bauen wir auch ganz hinten. Ganz zum Schluss. Ja, passt. So, August brauchen wir auf jeden Fall. Ja, das passt echt. Das ist echt krass. August haben wir... August, September würde ich tatsächlich drinnen lassen. August, September lassen wir drin. Dann würde ich tatsächlich den Juni auch nochmal rausnehmen. Es sei denn, ihr protestiert. Ich gucke nochmal gerade, was ihr geschrieben hattet. März, August, September. Ja, das kommt echt hin. Das ist ja das ist echt krass. März, August, September. Dann nehmen wir den November raus. Ich würde sicherheitshalber den Oktober noch drinnen lassen, falls die mit dem Ernten einfach nicht fertig werden. Machen wir März, April, Mai nochmal rein. Juni, Juli ist raus. Dann machen wir die 6 Monate, würde ich sagen. Einfach zur Sicherheit, weil wir haben ja noch nicht so viele Leute, dass sie im März nach hinten raus ein bisschen Reserve haben, falls sie mit dem ganzen Kram nicht fertig werden. Okay. Sehr cool. Schön, schön. Dann können wir langsam überlegen, wenn die ganzen Sachen, ich gehe mal auf schneller, und wenn die ganzen Sachen hier fertig gebaut sind und wir jetzt eine stabile Produktion haben von allem, und wir endlich mal einen Typen bekommen haben, der uns unsere 16 oder 35.000 Kohle abkauft. Und dann haben wir auch endlich mal genug Kohle, um hier zum Beispiel die Produktion hier anzuschmeißen und uns da ein paar Sachen zu kaufen, Schuhe zu produzieren. Ich glaube, es waren, genau, Schuhe hattet ihr geschrieben. Ach, guck mal, der fährt hier, ach, ist das süß. Der fährt hier echt raus und fängt jetzt hier an zu fischen, ne? Ach, cool. Sehr hübsch. Okay. Ein reges Treiben herrscht in unserem Dorf und unsere Schule ist fast fertig. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ah, nicht, noch nicht ganz, aber sie sollte bald fertig sein. Und das ist doch ein ziemlich großes Bauprojekt gewesen, muss ich sagen. Und die letzten Holzlatten werden verbaut. Und dann ist es gleich fertig, das Ganze. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da machen können. Aber jetzt werden wir nochmal in die Production gehen. Ich bin mir nämlich noch nicht ganz sicher, was wir jetzt mit dem vielen Buchweizen machen sollen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt direkt zum Verkauf... Oh ja, oh, es ist fertig. Ist das cool. Jetzt gehen wir mal kurz in die Pause. Wir haben jetzt hier nämlich 3.500 Buchweizen. Wir schauen gleich mal, was wir aus dem Buchweizen machen können. Und jetzt gucken wir uns erstmal die Schule an. Und da stellen wir natürlich auf jeden Fall einen Teacher ein. Ja. Dann werden hier unsere Leute unterrichtet. Und wenn wir bei den Leuten draufgehen, dann haben wir... Ich gehe mal auf langsam. Da. Dann steht hier Education. 1 von 5. Und wenn die... Ja. Wenn die mehr... Also, und hier werden die Kinder dann entsprechend unterrichtet, dass die auch wirklich educated sind. Und ich vermute, dass das sich auch wieder auf Produktivität und diese Sachen auswirken wird, sobald sie ja, mehr Wissen erlernt haben. Okay, sehr gut. Dann machen wir weiter, ein bisschen schneller, damit unsere Häuser gebaut werden. Wir brauchen nämlich nach wie vor mehr Leute. Ihr seht es hier, offene Jobs 7, 8. Es werden immer mehr.
Okay, und fertig das Ganze. Sehr schön. Mai kannst du rausnehmen. Aussaat dauert nicht so lange. Wenn es knapp wird, hast du die Tagelöhner. Ja, da hast du recht. Stimmt. Dann nehmen wir den Mai noch raus. Okay, so. Und jetzt sollten wir erstmal gucken, was wir Schönes mit dem. Oh, jetzt gucken wir mal. Jetzt ist ein Messenger von Balaklia da. Und wir können hier verkaufen: Potatoes, Dried Fish, Horse Tags, Metal Parts, Leder, Textilien, Clothes. Haben wir davon irgendwas? Haben wir Kartoffeln genug? 1600. Wir haben hier 700. Ah, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob wir tatsächlich, wir diese Kartoffeln wirklich ausgeben sollten. Also wir verticken diese 200 hier auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir können hier auf 500 hochgehen, aber mehr würde ich hier wirklich nicht machen. Und diese 200, die verticken wir auf jeden Fall. So, Potatoes 200. Ja, das ist ja, also 16 ist ja mal nix, aber es ist immer besser als nix. Deal. So, alles klar. Und einfach auf dem Marktstand verkaufen Buchweizen. Das machen wir. Einmal Buchweizen. Ah, okay. Tatsache, das wusste ich nicht. Danke für den Tipp. Wenn wir das hier auch nochmal verkaufen. Zack, einmal Buchweizen bitte. Und dann werden wir auch hier bitte Buchweizen einlagern. Buckwheat. Wie viel haben wir denn hier als Kapazität? 20.000. Ach, na komm, also. Dann können wir hier sogar auf 3.000 gehen. Dann sind wir jetzt bei 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mehr als genug. 3.000 Buchweizen. Wie sieht es mit den Kartoffeln aus? 3.600, dann können wir sogar 4.000 gehen. Potatoes. Haben wir hier auch noch ein paar drin? Na, dann gehen wir hier mal 4.000. So, wie viel Kapazität hat er hier? Ah, 10.000. Ja, dann sollten wir tatsächlich hier die Sachen rausholen. Okay, gut. Das nächste Haus ist im Bau. Und das heißt, der Heutrockner ist fertig. Wunderbar. Dann bauen wir erstmal zwei Häuser. Und danach bauen wir den Steg hier. Und wenn der fertig ist, dann setzen wir das hier für die Produktion aus. Und auch die Pumpe hier wird für die Produktion ausgesetzt. Okay. Und guckt euch das mal an, was wir mittlerweile alles verkaufen. Wir sind mittlerweile bei Fisch, Kartoffeln, Milch, Feuerholz, die verkaufen. Wir verkaufen rote Beete, Salat. Und ich muss sagen, die Alpha 4, dass sie hier endlich, dass die hier wirklich jetzt diese Sachen selbst anbauen und euch das geben für die Allgemeinheit, ist wirklich, wirklich cool. Das ist echt eine extrem hilfreiche Sache, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Das ist echt cool. Apropos cool, wie sieht es denn hier aus? Hier müssen noch 80 gepflanzt werden, alles klar. Die sind hier munter am Arbeiten. Firewood, Bark und Wood wird hier alles gebaut, wunderbar. Beziehungsweise produziert. Die haben ja aktuell keine Baumstämme, aber das ist ja auch nicht schlimm. Storage ist voll. Was? Wir haben 1000 Nägel auf Lager. Dann packen wir die mal hier rein, wa? Ach, das hat keinen Einfluss auf die Produktivität. Okay. Das find ich schade, muss ich sagen. Dann setzen wir hier mal bitte die Nägel rein. 1000 Stück. Wir gucken mal, wie viel wir hier lagern können. 10.000. Ja, komm, passt. Alles klar. So, das war der Part. Und das letzte, was wir jetzt noch machen, ist einmal. Ja, 1000 Nägel. Die müssen wir mal loswerden. Dass wir einmal hier nochmal reinschauen. Das sollte eigentlich auch passen, was wir hier produzieren. Und was ich jetzt noch vermisse, ich wollte gerade noch irgendetwas machen.
Fisch sieht eigentlich auch gut aus. Boot, den können wir hier rausschmeißen. Den brauchen wir nicht. Der eine Worker ist okay. Den würde ich hier tatsächlich drin lassen, falls ich hier reparieren muss. Die Ochsen. Ja, genau. Die Ochsen. Wir schauen einmal. Der Ochs ist ein Jahr alt. Der Ochs ist ein zweites Jahr alt. Und jetzt haben wir einen Bullen, der 7 und den Bullen, der 3 Jahre ist. Der wird protected. Die Kühe werden auch alle protected, damit wir hier nicht weitermachen. So, jetzt haben wir 2 Ochsen, die sind ein Jahr alt. Dann werden wir jetzt hoffentlich einen Flug bauen können. Ja, und es kommt keine Fehlermeldung. Das heißt, wir haben jetzt unseren ersten Flug in Auftrag gegeben. Sehr cool. Und ich kann nur noch mal sagen, vielen Dank für eure hilfreichen Kommentare. Das hat wirklich geholfen, dass unser Dorf doch, zwar finanziell noch nicht, aber trotz alledem wirtschaftlich wesentlich besser dasteht als noch vor ein paar Folgen. Für die YouTube-Aufzeichnung mache ich einen kurzen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen.